herzlich willkommen zurück zum Ork Talk. Heute wird es um Trail of Cthulhu gehen. Einem Regelsystem, das in der Welt von, zumindest in der Grundwelt von Cthulhu besteht, weil Cthulhu an sich spielt ja in den 20er Jahren. Dieses wiederum spielt in den 30er Jahren. So, einmal ganz kurz dazu, wer heute da ist. Wir haben einmal unseren Quotenelf da. Ja, moin, ich bin's, der Steam Tinkerer. Grüß euch. Dann unseren Eulenbären. Hallo, moin. Ich weiß immer noch nicht, was für Geräusche Eulenbären machen. Und meine Co-Org-Dame ist natürlich auch da. Hi, hier ist die coole What the Fuck. I'm cool. Und ich bin Avola, ich führe euch durch den ganzen Unsinn. Ja, zunächst einmal zur Welt von Trail of Cthulhu. Das, was wir davon gesehen haben, lässt sich, glaube ich, damit beschreiben, dass wir uns in den 30er Jahren in Amerika normalerweise befinden. Ich weiß nicht, ob man es auch in anderen Welten, in anderen Teilen spielen kann, aber in bestimmten Teilen wäre es, glaube ich, etwas unangenehm, wenn man das noch mit oben drauf packt. Weil die Zeit an sich dort schon etwas schwieriges Jahrzehnt, ja. Ja. Ja, also 30er Jahre Amerika. Die Protagonisten sind normalerweise oder sind eigentlich immer Menschen, sind normale Menschen, haben normale Berufe. Das Ungewöhnliche ist, dass wir immer irgendwie in irgendeiner Form mit dem Cthulhu-Mythos in Einklang treffen. Das kann jegliche Form annehmen. Es gibt da ja eine Menge Kurzgeschichten, aus denen man sich irgendeinen Unsinn rausnehmen kann. Ganz kurz zu dem System. Ganz simpel. Man würfelt 1W6. 6 ist gut. 1 ist schlecht. Die meisten Schwierigkeitsstufen fangen bei einer 4 an. Man kann auf einer Fähigkeit Punkte haben, die kann man dann oben drauf setzen, damit man den Wurf auch schafft. Und damit hat sich das System eigentlich auch schon erklärt. Also das System an sich ist wirklich, wirklich simpel. Auch der Charakterbogen bestand im Grunde genommen aus einer Seite. Die Rückseite waren der Rucksack, den man hatte. Also welche Items man mit sich rumgeschleppt hat. Ja, damit haben wir ganz kurz erklärt, worum es geht. Dann wollen wir jetzt gleich mal dazu kommen, dass wir dieses Mal die unglaubliche Möglichkeit hatten, Charaktere zu erstellen. Das heißt, anders als die letzten Male, wo wir nur gesagt haben, ja, sah so aus, als wäre das nicht so schwierig, können wir dieses Mal wirklich darüber reden. Also, erzählt mal, wie fandet ihr denn so die Charaktererstellung? Gut, muss ich so mal sagen. Nach dem, als ich das Regelwerk gelesen hatte, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, wie das so ablaufen wird, weil ich fand das Regelwerk lesen ein bisschen anstrengend, beziehungsweise ein bisschen unsexy. Also war nicht so, wie ich das von englischen Regelwerken normalerweise kenne. War aber dann gespannt darauf, als wir dann die Charaktererschaffung dann in der Praxis dann durchgeführt haben. Und muss sagen, positiv überrascht. Es ging schnell und war super. Ich find's witzig, dass du sagst, es war schnell, weil ich fand es immens aufwendig. Also wir haben, ja, weil wir 2 Stunden lang Charaktere gebastelt haben, das finde ich schon sehr, sehr lang. Ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie dir, ich habe das Regelwerk gelesen oder das, was Tim uns ja geschickt hatte und habe auch so die ersten paar Seiten war so, ja, okay, ich muss hier meinen Beruf wählen und dann kriege ich die und die Skills oder die Eigenschaften, beziehungsweise war in dem Fall eher berufliche Spezialisten-Skills. So, das war noch okay. Ich hatte beim Lesen Probleme mit dem Punktepool. Das habe ich nicht ganz gereiht. Das hat sich dann aber aufgelöst, als wir es gemacht haben. Da fand ich das sehr, sehr eingängig. Ich fand es auch nicht schwierig. Die Charaktererstellung war nicht kompliziert oder die war auch nicht scheiße. Ich fand sie nur einfach sehr zeitaufwendig. Du hast jetzt nicht vergessen, dass wir 1, 2, 3, 4 Leute waren. Und ich glaube, wenn man das zu zweit machen würde oder Spielleiter und Spieler oder der Spieler jetzt den Charakter alleine erstellen würde, das, glaube ich, würde schon relativ schnell gehen. Ich glaube aber, dass du nicht alleine deinen Charakter erstellen kannst. Das ist ein Problem bei der Charaktererstellung, die du von Anfang an hast. Entweder muss der Spielleiter sich die Mühe machen und sich alle Fähigkeiten aufschreiben, die der jeweilige Spieler sich ausgesucht hat, um dann zum nächsten Spieler zu gehen und zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob du die Fähigkeit wählen solltest, weil die haben wir schon. Das macht das Spiel ein bisschen, du musst so ein bisschen, Metagaming will ich es gar nicht nennen, aber du musst
im Kopf haben, was die anderen für Fähigkeiten haben, mhm. um dich danach zu skillen. Das ist für mich ein Spiel, das du nicht alleine skillen kannst, oder du brauchst einen DM, der alles im Hinterkopf hat und ganz genau weiß und dir ganz genau sagt, da gibst du bitte keine Punkte drauf aus, da habt ihr schon jemanden, der 6 Punkte drauf hat. Genau, ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, dass man bei der Charaktererschaffung sich zusammensetzt, die Charaktere zusammen erschafft, dass man sich abspricht untereinander der Spieler, dass keine Berufe doppelt vorkommen, beziehungsweise wenn sie doppelt vorkommen, dass man ein bisschen guckt, dass man sie unterschiedlich gewichtet, was so semi-gut gelingen kann, weil, wie schon erwähnt, es gibt halt für jede Berufung oder jeder Beruf, den man halt nehmen kann, gibt es ein paar Kern-Abilities, die die halt haben, die quasi das Rückgrat dieses Berufes darstellen, wenn man so möchte. Und den Rest kann man dann frei verteilen auf investigative Fähigkeiten, auf die Allgemeinfähigkeiten. Und wie schon erwähnt, diese Punkte sind halt wichtig. Man setzt sie halt im Laufe des Spiels ein, um zum Beispiel Proben zu verbessern. Es ist schon wichtig, dass die Gruppe einigermaßen homogen ist, dass möglichst alles irgendwo abgedeckt ist, weil alle Fähigkeiten immer mal im Laufe des Spiels zutage kommen könnten. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt wirklich nur einmal relativ lange gebraucht haben, was das erste Mal war. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man das zweite Mal macht, wird viel schneller gehen. Ich wollte auch jetzt nur einmal sagen, dass wir zu viert, dass man das mit berücksichtigen muss oder sollte, klar. Dass es das eben sehr zeitintensiv war, also mit eines der Faktoren war. Das glaube ich, das ist mir schon klar, dass es Zeit also intensiver war, weil wir einfach viele Spieler waren, das heißt viele, aber 4 Spieler waren. Hm. Es ist aber so, wie Abola sagt, man braucht das Team und man muss sich absprechen. Und das ist schon der nächste Punkt. Mich hat gestört, was heißt gestört? Es war für mich sehr ungewohnt, dass ich nicht nach Charakter geskillt habe, sondern nach Komplettheit. Mhm. Also ich habe so geskillt und deswegen hatten wir im Laufe des Spiels so bestimmte Probleme auch, weil ich glaube, andere Spieler haben das auch so gemacht. Ich habe so geskillt, wie ich das für eine Irrenärztin, die ich ja gespielt habe, sinnvoll fand. Also Pharmazie, ich hatte Medizin, Biologie, ich hatte auch ein bisschen Law, also Recht. Ich hatte zum Beispiel kein Beweismittel sammeln, ich hatte kein Firearms, ich hatte kein, ich weiß nicht, Schleichen, sich verstecken. Das Einzige, was ich noch konnte, war weglaufen. Und das fand ich problematisch, weil es für mich irgendwie Metagaming ist. Wenn ich nicht sage, ich mache das, was mein Charakter von Natur aus oder beruflich gut kann, sondern ich mache das, was zum Wohl der Gruppe beiträgt. Aber dafür hast du ja eigentlich, es war ja schon an einigermaßen realistischen Menschen der Zeit auch widerspiegelt. Eigentlich hast du es richtig gemacht. Man müsste eigentlich eher den Finger auf unseren Kotenelfen zeigen, der ein paar Fähigkeiten sich aber nicht genommen hat, die seinem Charakter sinnvoll gewesen sind. Also er hat einen Privatdetektiv gespielt, hat zum Beispiel wie was wie Evidence Collection sich da keine Punkte verteilt. Ist aber auch grundsätzlich gesagt worden, bei den investigativen Fähigkeiten, gewisse Dinge sind auch so rein menschliche Auffassungsgaben und die sind eigentlich davon unabhängig, welchen Beruf du hast. Also du hättest durchaus auch Punkte draufpacken können, oder wenn ich davon denkst, das passt jetzt zur Irrenärztin, weil das ist ja unabhängig vom Beruf. Auch als Computerprogrammierer kannst du vielleicht irgendwie, hast du besonders gute Augen oder so, oder hast du einen guten Geruchssinn, oder weißt besonders gut Spuren zu lesen, weil du vielleicht früher in deiner Freizeit Pfadfinder gewesen bist, das mal gelernt hast. Das ist ja irgendwie unabhängig voneinander. Aber ich verstehe, was du meinst grundsätzlich. Da sprichst du was richtig Gutes an. Das war das, wo ich mein Problem auch mit hatte. Ich habe das mit Spurenlesen überlesen. Ich habe ja alles geguckt, und habe extra nochmal geschaut, so Lügendetektor, alles gefunden. Mit dem Spurenlesen habe ich überlesen. Und als es dann gebraucht wurde, ja, da ist das Spurenlesen. Ja, schön. Das kann passieren, aber ich glaube, das ist so ein typischer Fehler, den man macht, wenn das Spiel neu ist. Also das System neu ist, was man nicht kennt. Ist mir auch nicht aufgefallen. Also es gibt für den Spielleiter bei Trail of Cthulhu einen Bogen, der nennt sich dann Investigatoren-Matrix. Mhm. Da tragen die ganzen Spieler halt ein, was für einen Beruf hat mein Charakter, wie heißt mein Charakter. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, nennt sich Drive, das ist quasi die Motivation der Charaktere. Was hat er für einen Drive, weil er auch im Laufe des Spiels halt vom Spieler getriggert werden soll. Das sind so die Säulen der Stabilität, nennt sich das. Also was hält die Leute bei geistiger Gesundheit, beziehungsweise was sind Personen, zu denen sie sich zurückziehen, wenn es denen schlecht geht, um sich mit denen zu behalten und das Gesehene aufzuarbeiten, um halt wieder geistig stabil zu werden, um halt in den Terminologien des Spiels zu bleiben. Da werden auch die ganzen Punkte eingetragen, dass ich nämlich sehen kann, welcher Spieler wird bei welchem Eigenschaft oder an welchem Ort quasi kriegt er diesen oder jenen Hinweis, weil er eine bestimmte Fähigkeit hat. Und ich habe halt selber auch nicht darauf geachtet, dass da irgendwie alles so ein bisschen abgedeckt ist. Also auch ein bisschen bei mir an die eigene Nase fassen. Das kommt halt vor.
Also es ist halt der erste Durchlauf gewesen für jeden von uns. Das war ja auch das erste Mal, dass du es geleitet hast, wenn ich das will. Genau. Ich habe es aber auch nicht gespielt. Also, also von daher ist es, ist es alles völlig, völlig in Ordnung gewesen. Ich muss auch sagen, dass ich bin ja nicht so der Fan von diesem Real-Life-Setting, weil ich es echt lahm finde, Mensch zu sein. Ich muss aber sagen, ich fand die Jobs teilweise wirklich cool. Also Irrenärztin, Hobo hatten wir ja auch dabei. Das waren schon echt coole Sachen. Ich finde aber auch, dass man auch bei der Jobwahl sehr aufpassen muss, weil nicht jeder Beruf für jedes Abenteuer, glaube ich, geeignet ist. Wir haben es ja gemerkt, wir hatten ja Bobo, den Hobo dabei, der wirklich sehr amüsant war, aber nicht besonders hilfreich im Umgang mit der feinen Gesellschaft. Richtig, mit der feinen Gesellschaft. Der stand dann in der Ecke und wurde ignoriert und durfte auch nichts anfassen. Das war ein bisschen, also ich finde, dass man einfach bei dem, beim Anfang, wenn man die Charaktere erstellt, auf sehr viel gleichzeitig achten muss. Sowohl als Spieler, als auch als DM, glaube ich. Wobei ich da anmerken möchte, es wird im Szenario erwähnt, wie die verschiedenen Charaktere reingebracht werden können ins Szenario. Und der Robo unter anderem wird auch erwähnt. Also da ist er dabei, dass er zum Beispiel in dem Abenteuer jetzt als Gehilfe von dem Professor, wo die Investigatoren, die Spieler eingeladen worden waren, dass er da angeheuert wurde von dem. Also da stand schon explizit mit dabei. Deswegen dachte ich so, okay, das ist offenbar irgendwie vorgesehen und dann machen wir das einfach mal. Ja, die Einführung war nicht das Problem, sondern dass ich im Laufe des Spiels das Gefühl hatte, okay, der kann zwar mitkommen und er kann auch seine Fragen stellen, aber er kriegt noch weniger sinnvolle Antworten als der Rest der Gruppe. Ja, das stimmt schon. Dafür konnte ich die direktesten Fragen stellen. Stimmt. Du hattest nichts zu verlieren. Darum hatte ich sie auch immer gestellt. Für alle, die nicht wissen, was Hobo ist, ein Wanderarbeiter. Und der Irrenarzt heißt im Englischen Alienist. Ich hatte gehofft, ich könnte Aliens untersuchen, aber nein, das war cool. Zumindest in den 30er Jahren. Das war der kranke Geist. Aber der Begriff Alienist ist doch cool, oder? Ja, natürlich, deswegen habe ich mir das ja ausgesucht. Das zeigt den Stellenwert der Irren. Ich find's geil tatsächlich, weil es total zum Flair des Spiels passt, in den 30er Jahren, weil das waren Irrenärzte und die haben sich so genannt und das ich fand's total passend und ich fand's super interessant. Ja, dann würden wir jetzt einmal ganz kurz zu unseren Fähigkeiten als Spieler kommen, dass wir mal so besprechen, wie wir diese Fähigkeiten fanden und wie es war, damit umzugehen. Das waren ja einige, es waren ja jetzt nicht gerade wenig, eingeteilt, wie Tim schon gesagt hat, einmal in die Investigativen und in die Allgemeinen, also unter Allgemeine fällt sowas wie Athletik und alles, was man so einfach können kann als Person, und unter den Investigativen sind einmal die Dinge, wie du gesagt hast, die mit dem Umgang mit Menschen zu tun hat, die nicht jobabhängig sind. Das mag nun sowas sein wie schmeicheln, wie jemanden drohen. Das kann rein theoretisch jeder, ohne Frage. Dafür brauchst du keine Ausbildung. Oder doch. Oder doch. Aber da waren auch so Dinge bei wie Biologie, wie Chemie, wie, also Dinge, die wirklich mit einem Job oder mit, die man vielleicht auch anders erklären kann. Also ich als Bobo, der Hobo, habe zum Beispiel genommen Architektur und Geologie, glaube ich. Astronomie hattest du auch. Astronomie hatte ich auch, weil ich einfach dachte, wenn man da wenig Punkte draufpackt, macht es noch irgendwie Sinn als jemand, der ständig unterwegs ist, häufig unter den offenen Sternen schläft, viel in der freien Natur ist, dann kennt er nicht unbedingt den Unterschied zwischen Blatt A und Blatt B. Aber er erkennt vielleicht so grundsätzlich, das ist ein Stein und das ist Erde. Hoffen wir mal. Gut, ein Hobo. Ja, ganz dumm waren die ja auch nicht. Das ist ja nicht die Idee hinter einem Hobo. Es sind halt einfach Wanderarbeiter oder Landstreicher. Ja, aber da gab es so diese Unterschiede und das waren einige. Das waren ja wirklich nicht gerade wenig Fähigkeiten, die man da so haben konnte. War das verständlich? Haben die sich alle euch erschlossen? Waren das zu viele? Ich würde noch was anmerken. Man sollte schon noch sagen, dass sowohl die investigativen Fähigkeiten als auch diese allgemeinen und auch die Berufsfähigkeiten, dass die unterschiedlich eingesetzt werden. Das sollte man vielleicht nicht noch mal ganz kurz erklären. Es sieht halt so aus, die investigativen Fähigkeiten, die haben halt Punkte. Und da muss ich schon ein bisschen auf das System selbst, glaube ich, ein bisschen vorgreifen. Ich weiß nicht, ob das hier schon sinnvoll ist, aber eh darüber sprechen. Ist jetzt so aus, das System, das nennt sich Gumshoe, es gibt noch andere Settings, auch so Trailer Cthulhu, die Gumshoe verwenden. Und das Setting sagt einfach, es will vermeiden, dass wie bei einem klassischen Call of Cthulhu
Spiel die Leute irgendwelche Hinweise nicht bekommen, weil sie irgendeinen Würfelwurf versaut haben. Und bei Cthulhu gibt es dann auch noch einen Glückswurf. Und wenn der auch versaut wird, dann müsste sich der Spieler überlegen, okay, wie schaffe ich jetzt diesen Hinweis, den sie in der, keine Ahnung, Bibliothek finden könnten, jetzt irgendwie als nächstes irgendwie in den Club, in die Kneipe, in den Pub, in den sie Spieler gehen, irgendwie zu finden. So. Um das zu vermeiden, dass sich Spieler da verbiegen muss und dass das zu viel vom Würfelglück abhängig ist, ist es so, dass bei den Fähigkeiten, den investigativen Fähigkeiten, Hinweise automatisch gefunden werden, wenn ein Charakter eine bestimmte Fähigkeit hat und die an dem Ort, wo sie Spieler sich befinden, anwendet. Als Beispiel zum Beispiel, die Spieler sind in einer Bibliothek und einer Spieler sagt so, ich schaue mich um, ob ich dieses oder jenes Buch finde oder ob ich ein Buch finde, was hier überhaupt nicht hingehört, weil das irgendwie merkwürdig aussieht oder weil es stinkt oder weil es sich bewegt oder was auch immer. Und dann kann ich hier gucken, okay, dieser Spieler hat die Fähigkeit Bibliothekswissen oder Library Use. Und dann kann ich gucken, ob das Abenteuer vorsieht, dass man Punkte ausgibt oder ob das ein Nullpunktewert ist. Wenn es ein Nullpunktewert ist, dann findet das automatisch. Ich kann den Spieler als Spieler dann auch sagen, möchtest du vielleicht ein oder zwei Punkte ausgeben? Es sind nie mehr als zwei Punkte, die man ausgeben kann, um dazu noch weitergehende Hinweise zu finden. Zum Beispiel, er findet dieses Buch und kann es vielleicht auch noch lesen und weiß, was über die Geschichte dieses Buches. Ohne Punkte findet er vielleicht nur dieses Buch. Das ist so der Gedanke dahinter. Und diese Punkte, die der Spieler dann ausgibt, die sind dann auch weggestrichen, die sind erstmal weg. Am Ende eines abgeschlossenen Abenteuers irgendwann dann sind Punkte beim nächsten Abenteuer dann wieder da oder im nächsten Szenario. Ich finde den Begriff Abenteuer bei Cthulhu ein bisschen schwierig, aber es ist ein anderes Thema. Bei den Allgemeinfähigkeiten, wo auch die ganzen handwerklichen Sachen runterfallen zum Beispiel, da ist es dann so, dass ein Spieler diese Punkte ausgeben kann, um seinen Würfelwurf zu verbessern. Man kann als Spielleiter den Spieler sagen, wie schwer ein Wurf ist. Wie schon erwähnt, normalerweise der Grundwert ist 4 als Schwierigkeit. Kann aber auch zwischen 2 und 8 schwanken. Es gibt ja auch manchmal Hinweise oder Möglichkeiten, Situationen, wo es nicht so sinnvoll ist, dass ein Spieler sagt, wie schwer das gerade ist. Ich habe auch am Wochenende weitestgehend noch verzichtet, den Spielern das zu sagen, wie schwer es ist, weil ich das einen etwas realistischen Anspruch finde. Man kann den Spielern ein bisschen sagen, es ist vielleicht eine sehr schwere Aufgabe, was du gerade vor dir hast, weil du das erkennst oder auch nicht. Und wenn da diese Punkte ausgegeben werden, dann wird der Würfelwurf modifiziert. Und auch diese Punkte sind erstmal weg. Die regenerieren sich auf eine andere Art und Weise dann als die investigativen Fähigkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Du wolltest das zu den Fähigkeiten sagen. Ja, ich fand das eigentlich relativ ausgewogen. Also von der Anzahl der Fähigkeiten, die wir da hatten, fand ich das gut. Was mich so ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon einmal kurz erwähnt, mit so ein paar, glaube ich, mit so den Begrifflichkeiten, die da verwendet worden sind, die man so in einem anderen Regelwerk, wenn man es auf Englisch liest, dann wahrscheinlich wäre das anders da benannt worden, die man so kennt. Das war so die einzige Sache. Und dann sind eben solche Kleinigkeiten passiert wie, oh, Spurenlesen gibt's ja doch, das habe ich irgendwie übersehen. Gut, das durfte ich ja dann während des Spiels dann doch mal korrigieren. So, aber ansonsten fand ich eigentlich alles, war eigentlich alles da, es war ausreichend. Ich denke, die Begriffe, das Problem bei diesem Regelwerk, dadurch, dass es das, gibt es nur auf Englisch? Es gibt's nur auf Englisch, ja. Das Problem bei diesem Regelwerk ist, dass sie sich die Mühe gemacht haben, Begriffe zu benutzen, die damals benutzt wurden. Darum hatten wir den Alienist, die Irrenärztin. Darum hatten wir so Dinge wie Scuffling oder ich hatte rein theoretisch Taschendiebstahl oder so. Filch. Etwas, was man nochmal schnell nachgucken musste, weil es halt Begriffe sind, die heutzutage so nicht mehr unbedingt benutzt wurden. Das heißt, das Regelsystem gibt sich ganz, ganz viel Mühe, in dieser Zeit zu bleiben. Was Schönes. Definitiv. Daher kommen halt diese ungewöhnlichen Begriffe, die in anderen Regelwerken nicht unbedingt vorkommen, aber andere Regelwerke spielen halt auch nicht unbedingt in den 30er Jahren. Es ist auch nicht böse gemeint, das finde ich auch super, auch zum Flair, nur es war so eine Gewöhnungssache. Okay, aber witzigerweise Filch, was Filch bedeutet, das wusste ich, das fand ich witzig. Also ich muss sagen, ich fand die Fähigkeiten cool und ich fand sie auch sehr vielseitig. Also es war eigentlich im Prinzip alles dabei, was für so ein Abenteuer, glaube ich, wichtig ist. Aber auch da, und ich glaube, das lag nicht nur an uns, sondern das kann, glaube ich, generell bei Cthulhu sehr schnell passieren, wenn man sich als Gruppe verskillt, hat man halt einfach ein Problem. Und zwar ein massives Problem, weil du einfach bestimmte Hinweise nicht bekommst, weil du Sachen nicht findest. Und ich hatte halt, bei mir war es so, nach 5 Stunden haben wir uns im Kreis gedreht und ich war verzweifelt. Ich war wirklich verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Also unserem Privatdetektiv fehlten Fähigkeiten. Ich glaube, mir fehlten bestimmt auch wichtige Fähigkeiten. Die Autorin hat auch nicht viel gemacht und das läppert sich so zusammen, so einem ganz frustrierenden Moment, wo ich denke,
Mann, hätte ich bloß meine Punkte anders verteilt. Hm. Ja, das ist halt so eine Sache. Das ist etwas, das kann man positiv oder negativ sehen. Ich denke, das System ist sehr stark darauf ausgelegt, dass man versucht, so viele wie mögliche Punkte zu haben. Dazu gehören nicht unbedingt die Punkte wie Biologie, Chemie und Co., sondern dazu gehören in erster Linie, die Sachen sind in Gruppen eingeteilt. Und die oberste Gruppe sind so Dinge wie Schmeicheln, wie Bedrohen. Also Sachen, wie wir vorhin schon besprochen haben, die rein theoretisch jeder kann, mit der jeder auch eine Situation in Augenschein nehmen kann. Hätten wir, denke ich, aus dieser Gruppe jeden Punkt irgendwie abdecken können, hätten wir mehr geschafft. Ich muss doch anmerken, es gibt auch so ein paar Hinweise im Regelwerk, wo drin steht, so was sinnvoll ist, was nicht. Mhm. Ich habe es auch erwähnt. Ich habe es einfach versäumt, dann auch nochmal auf noch einen Blick auf die Investitorenmatrix zu sagen, so, ihr habt jetzt zum Beispiel bei investitiven Fähigkeiten irgendwo 6 Punkte verteilt. Das ist eigentlich nicht besonders sinnvoll. Weil das Regelwerk selber auch sagt, so 3 bis 4 Punkte soll man draufpacken. Lieber überall so ein bisschen was drauf haben, weil es halt meistens, gerade bei investigativen Sachen, 0-Punkte-Hinweise gibt. Und man muss halt mindestens irgendwie halt irgendwas drauf haben, sage ich mal. Selbst wenn ein Punkt ausgegeben ist, kann man 0-Punkte-Hinweise immer noch bekommen. Also es kann durchaus sinnvoll sein zu sagen, ich packe erst mal über mindestens einen drauf und überlege mir dann, wo ich vielleicht mehr drauf packe, wo was sinnvoll ist für meinen Charakter, wo der mehr seine Spezialitäten, also Spezialwissen hat. Bei den anderen Fähigkeiten wiederum soll man mehr gucken, dass da vielleicht mehr die beruflichen Sachen abgedeckt sind und dann auch da möglichst wenig Lücken da sind. Wobei ich ja sagen muss, du hast ja darauf hingewiesen am Anfang. Du hast ja ganz klar gesagt, pass mal auf, mehr als 3 bis 4 Sachen müsst ihr in bestimmten Sachen einfach nicht haben. Ich glaube, dass wir da auch als Gruppe einfach so, das war so ein Komplettausfall. Bei mir ja auch. So ein Komplettausfall aller Beteiligten irgendwie. Was jetzt nicht schlimm ist, so, das ist, ne, das gehört halt, glaube ich, auch dazu. Und es hat ja auch einen Lerneffekt. Aber für mich verdeutlicht das ganz doll, dass Cthulhu ein Gruppenspiel ist. Und zwar ein Gruppenspiel, wo man wirklich sehr, sehr doll zusammenarbeiten muss. Und zwar schon bevor das Spiel eigentlich losgeht. Ja. Das heißt, wir saßen ja da und jeder von euch, der die Charaktererstellung gesehen hat bei uns bei YouTube, der hat auch gesehen, dass wir uns gesagt haben, okay, wir machen jetzt Charaktererstellung und verteilen unsere Punkte aus unserem Punktepool und jeder hat so für sich so, ja, alles klar, hier mache ich das so und dann war fertig. Ohne mal zu sagen, hast du das schon oder hast du dies und das schon abgedeckt? Das war halt einfach so, jeder hat so für sich die Punkte verteilt. Und ich glaube, da hat der Fehler eigentlich schon angefangen. Mhm. Ja. Und da habe ich selber noch kurz überlegt, so soll ich mal nachfragen, ob ihr ein bisschen mehr absprechen wollt, aber der Gedanke aus irgendeinem Grund ist gleich wieder verschwunden und hat sich irgendwo ist halt abgehauen und war dann weg und dann war es auch nochmal zu spät. Lerneffekt, ne? Ja, also, gehört dazu. Es war einfach auch die Zeit. Ich glaube, wir hatten auch keine Lust mehr, Charaktere zu erstellen. Ja, was ich immer auch verstehen kann nach anderthalb Stunden oder so. Ich glaube, bei irgendeiner Sache haben wir uns abgestimmt gehabt. Ja, also wir bei haben... Bei einer einzigen Sache haben wir gefragt, hast du das gemacht oder nicht. Das war irgendwie, da hattest du gesagt, ich mache da jetzt Punkte drauf und du hast gesagt, das macht keinen Sinn, weil das ist meine Berufsfähigkeit. Ja. Das war genau bei einer Sache und danach haben wir nie wieder über unsere Punkte geredet. Also es war ein gutes Team. Es war keine gute Erstellung von unserer Seite. Das hätten wir konsequent durchziehen müssen, eigentlich so. Was ich getan. Was man dabei jetzt mal offen lassen muss, ist die Tatsache, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Es bedeutet also, dass wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, ihr euch zusammensetzt und ihr aktiv ein bisschen bis zu einem gewissen Grad Metagaming betreibt, bevor ihr anfangt. Wir haben festgestellt, es gibt Dinge oder bestimmte Fähigkeiten, bei denen man sagen kann, das ist für mich nicht unbedingt Metagaming, weil das sind Sachen, die jeder Mensch können kann oder nicht können kann. Sei es nun bedrohen oder schmeicheln oder sonst was. Das sind so 0815 Fähigkeiten. Und wenn du da ein Pünktchen drauf packst, dann macht das keinen Unterschied. Anders als bei Biologie und Co. Das verändert also nicht den Charakter, den man spielt. Trotzdem muss man sich definitiv absprechen. Ob man das mag oder nicht, ist jedem für sich überlassen, wie das ist jetzt ein Punkt, den wir einfach mal so stehen lassen müssen. Charaktererstellung bedeutet hier absprechen. Ganz kurz einmal von mir noch dazu, was man auch noch erwähnen sollte, dass Train of Cthulhu hat quasi 2 Spielmodi. Es gibt einmal den sogenannten Pulp-Modus und es gibt einmal den Puristen-Modus. Der Puristen-Modus orientiert sich mehr an den klassischen Lovecraftschen Protagonisten, die einfach irgendwie auf irgendeine Art Weise in den Mythos hineingezogen werden. Und dann am Ende ist alles irgendwie Tod und Verderben, um es ein bisschen übertrieben auszudrücken. Und alles ist schlecht und sie sind dem Wahnsinn nahe oder darüber hinaus. Wenn der Pulp-Modus halt mehr Action geladen ist
Und als Spielleiter sollte man auch vor der Gruppe mitteilen oder mit der Gruppe absprechen, was für ein Szenario man spielen möchte oder was für eine Kampagne man spielen möchte. Eher puristisch, eher pulpig. Das Szenario, was ich selber ausgedacht habe, hat eher, ich würde sagen, das ist so zwei Drittel puristisch und ein Drittel pulp. Kommt ein bisschen darauf an, wie man und auch wie die Spieler halt vorgehen. Aber das muss man auch so ein bisschen mit berücksichtigen, wie man seine Punkte verteilt. Ja, das soweit zu den Fähigkeiten. Nun würden wir ein bisschen zum Setting kommen. Das Setting haben wir ja schon angesprochen. Das heißt, ihr wisst, hoffentlich könnt ihr irgendetwas mit dem Begriff Cthulhu anfangen. Wenn nicht, dann googelt es. Weil ich habe jetzt... Wir erklären jetzt nicht komplett den Cthulhu-Mythos und was H.P. Lovecraft sich da zusammengereimt hat. Also wenn ihr keine Ahnung habt, was das ist, googelt es einfach. Ihr werdet ganz schnell rausfinden, was es ist. Und wahrscheinlich kennt ihr auch alle das Bild von Cthulhu, diesem großen Gott mit den Flügelchen und dem Tentakelgesicht. Das kennt fast jeder. Die Frage ist eher, wie fandet ihr das Setting? Und was hat euch angesprochen, was hat euch nicht angesprochen? Du hast ja schon gesagt, für dich ist dieses, wir nennen es mal, es ist sehr real bis zu einem gewissen Punkt. Das soll es ja auch sein. Das soll ja ein Spiel sein, das in der Realität spielt. Und wie beim Cthulhu-Mythos üblich, passiert irgendetwas, das deine Realität kaputt macht. Also die deines Charakters. Ich muss sagen, ich habe da gemischte Gefühle. Wie gesagt, ich bin kein Fan vom Real Life. Ich fand aber, dass dieses 30er-Jahre-Flair schon cool, weil es mal was anderes ist einfach. Und weil du Dinge auch einfach anders lösen musst. Und ich weiß, wie wir bei irgendeinem der Doktoren standen und überlegt haben, wie wir jetzt die Adresse rauskriegen. Und ich stand und habe gedacht, ich würde so gerne einfach mein Handy zücken und Google anschmeißen. Das wäre alles so viel einfacher. Wir hätten bestimmt 20 Minuten gespart. Aber auch das gehört halt dazu. Was ich problematisch fand und was es für mich auch einfach im Endeffekt ein bisschen unattraktiv macht, ist halt die Tatsache, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, wahrscheinlich nicht. A, bin ich kein guter Detektiv. Also ich bin wirklich einfach nicht gut darin, Fragen zu stellen und Dinge zu finden. Und B, finde ich es schwierig, jetzt an unserem Beispiel mit dem Fall, dem Mordfall, den wir ja sozusagen unter die Nase gerieben bekommen haben, irdische Mittel zu haben, mit denen wir überirdische Dinge lösen müssen. Das fiel mir sehr schwer. Und deswegen, glaube ich, hat es für mich auch einfach so immens lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Weil ich einfach, dass die Mittel, die mir zur Verfügung standen, sind gegen das, was uns gegenüberstand, eigentlich nicht angekommen. Und wenn ich gesagt habe, und ich meine, wenn Tim gesagt hat, dir blinzelt da gerade der Mond entgegen, und ich gesagt habe, Leute, guckt euch das an, dann hatte ich noch nicht mal Beweise, weil alle gesagt haben, was siehst du denn da, du Beknackte? So. Beziehungsweise, wenn wir dann auch zum Mond geschaut hätten oder irgendeinen anderen Gegenstand, dann hätten wir ja gleich wieder einen Stabi-Wurf machen dürfen. Genau. Ja, das Problem, was ich auch gesehen habe, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass nicht alle im Cthulhu-Mythos drin waren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man nicht... Wir sind am Anfang, und das ist unser Problem, das ist nicht das Problem dieses Systems. Wir haben ungefähr die Hälfte der Spielzeit damit verbracht, zu versuchen, einen Detektivfall zu lösen, den es nicht gab. Es gab kein Problem mit dem Mord. Es gab keinen Detektivfall. Und den haben wir versucht, 4 Stunden lang zu lösen. Und das war problematisch. Weil wir ganz, ganz, natürlich sind unsere Charaktere, wir zum Teil auch, sind wir nach und nach verrückt geworden. Ja. Wir haben, also sowohl unsere Charaktere als auch bei einigen Spielern hat die geistige Gesundheit mit den Stunden nachgelassen. Das war das unter anderem einer der Anzeichen dafür, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Trotzdem haben wir, ich glaube, Wenn man es aus schauspielerischer Sicht nimmt und nicht aus spielerischer Sicht, sind wir stark in den Charakteren geblieben und haben einfach verdrängt, dass da irgendetwas Übernatürliches passiert ist und haben versucht, einen Detektivfall zu lösen. Man muss ja eine natürliche Erklärung geben dafür. Natürlich! Ganz offensichtlich. Also dem hat jemand definitiv Drogen ins Essen getan. Dem wurde das runtergeschoben einfach. Möglich. Der ganze Mordfall. Der Mordfall wurde ihm unter... Der hat den gar nicht umgebracht. 12 Zeugen, scheiß drauf. Die lügen alle.
Und das war, glaube ich, das größte Problem an diesem Abend. Das ist halt immer die übliche Gratwanderung, die total schwierig ist bei jedem Cthulhu-Spiel. Es ist egal, ob es Trail of Cthulhu ist, Call of Cthulhu, ob du in der Gegenwart spielst, in der Vergangenheit, wann auch immer, bei jedem Horror-Rollenspiel, wo es darum geht, dass etwas Übernatürliches oder Überirdisches passiert. Der Charakter, der Spieler weiß, ja, ich befinde mich in einem Horror-Rollenspiel und ja, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Cthulhu zu tun. Der Charakter, den du spielst, weiß es nicht. Ja. Und das ist dann die große Herausforderung für den Spielleiter, da immer mal zu sagen, so auf den Tisch schauen und sagen so, Jungs, Mädels, so, mal kurz Pause, denkt darüber nach, was ihr wisst und da ein bisschen vorsichtig irgendwie auch ein bisschen zu lenken an meinen Stellen, damit ihr euch nicht halt komplett verrennt. Und das ist dann immer meine persönliche Schwierigkeit auch als Spielleiter, weil immer wenn es um etwas Investigatives geht, das hatten wir auch bei der Nebula Arcana Runde, die wir mal gespielt haben, wenn sie Charakter zu sehr verrennen, dass man, dann sagt man den Spielern mal so, Jungs, Mädels, hört mal auf jetzt, ihr seid komplett auf dem falschen Dampfer. Ich habe es jetzt schon immer gemacht und gesagt so, Klammer auf, ist irrelevant, Klammer zu. Mhm. Einfach um Dinge abzukürzen, weil es immer auch den Spieler da frustriert und nervt. Mhm. Das wirst du genauso gut kennen. Ich habe noch nicht so viele investigative Sachen geleitet. Stimmt. Und meistens sind die Rätsel so simpel, dass ihr sie nach 3 Sekunden gelöst habt. Ich glaube, der Trick dabei wäre, das ist jetzt nur eine Idee, die wir im Nachhinein hatten, ist, sag ihnen nicht, was falsch ist oder richtig, sondern ab einem gewissen Punkt frag sie, wollt ihr einen Tipp haben? Ja. Spätestens, wenn du merkst, dass Charaktere NPCs umbringen möchten. Oder sich selber. Ja, meine Meinung zum Setting ist eigentlich fies, weil ich bin ein ganz großer Cthulhu-Fan. Ich bin sogar Mitglied in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Ich finde alles, was mit Cthulhu zu tun hat, einfach klasse. Und ich fand das auch wirklich klasse, auch wenn wir da 4 Stunden dran rumgedoktort haben. Aber genau diese Sache, wir wollten einen Detektivfall lösen. Ich habe einen Privatdetektiv gespielt. Ich war da in meinem Element drinne. Das hat auch zum Background dieses Charakters gepasst. Ich wollte da diesen Fall unbedingt lösen und habe das andere quasi förmlich ausgeblendet. Und dann kam noch hinzu, das wurde vorhin kurz erwähnt, mit diesem Mond, oh, ich sehe da einen Mond, der starrt mich an, wenn man dann selber da hingeguckt hat, dass man dann diesen Stabi-Wurf dann auch machen musste, oder, oh Gott, ja gut, ich ignoriere das, glaube ich, jetzt einfach mal, dass der Charakter da irgendwas gesagt hat, sondern ich fahre jetzt einfach mal mit dem Auto einfach weiter, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, ich fahre einfach nur. Und das fand ich so super gut an der Sache, aber das macht für mich auch den Cthulhu-Mythos aber auch aus. War super. Auch, dass wir 30er Jahre gespielt haben, war mal was anderes. Ja, ich glaube, das sollte man ganz kurz erwähnen für diejenigen, die es nicht wissen. Im Grunde genommen ist es bei jeder Kurzgeschichte, die sich im Cthulhu-Mythos bewegt, so, dass entweder der Protagonist nach und nach wahnsinnig wird oder der Protagonist nach und nach irgendwelche Informationen bekommt, anhand denen er feststellt, dass derjenige, mit dem er zum Beispiel in Kontakt stand oder der ihm Briefe geschrieben hat, dass der verrückt geworden ist. Das ist erstmal die Grundgeschichte. Natürlich sehen die immer irgendwas Außergewöhnliches. Manchmal wird es besser beschrieben, manchmal wird es schlechter beschrieben. Manche Sachen kennt man, wie gesagt, wie Cthulhu. Wir nennen das Ganze mal Cthulhu-Mythos, dabei ist es in erster Linie H.P. Lovecraft. Es gibt, glaube ich, nur 1-2 Geschichten, in denen Cthulhu wirklich, wirklich vorkommt. Und sonst gibt es ganz, ganz viele andere Dinge. Und das ist natürlich das, was wir hier auch hatten. Es ging darum, dass wir dass unsere Charaktere nach und nach von dem, was sie sehen, weil sie es nicht erklären können, was man ja auch erzählen kann, weil innerhalb der ersten 5 Minuten sehen sie einen 5-seitigen Würfel. Geht halt nicht, ist halt nicht logisch. Und das sorgt unter anderem dafür, dass man halt nach und nach immer verrückter wird und dass man, warum auch immer man immer verrückter wird und warum man auf einmal Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat, das wird eigentlich nie erklärt, nicht so wirklich. Das ist aber auch Sinn der Sache. Also es ist immer so ein bisschen dieser Mythos, der dahinter ist. Nur für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, worum es bei Cthulhu gehen könnte. Ich würde sagen, zum Setting haben wir alle was gesagt. Dann wäre es jetzt mal interessant zu hören, wie es für dich war, das Ding zu leiten. Also wie es für dich war, dieses System zu benutzen. Wie hoch waren die Qualen, um es zu gucken? Unterschiedlich hoch. Es war teilweise sehr amüsant. Es war teilweise schon ein bisschen qualvoll. Gerade dann, wenn ihr jetzt zum x-ten Mal welchen Spuren nachgegangen seid, wo ich dachte, so, es wäre nämlich klar, dass die irgendwie im Sande verlaufen müssen. Also wenn, um ganz kurz auf das Abenteuer einzugehen oder das Szenario einzugehen,
Es fand ein Mord statt bei einer kleinen Dinnerparty. Und anstatt sich, nachdem dann mit dem Mörder zu sprechen, danach diesmal sich mit den anderen Augenzeugen zu beschäftigen, wurden erstmal irgendwelchen anderen Augenzeugen, mit denen die für ein Experiment nachgegangen, wo auch die Charaktere zu Gast waren. Und ich dachte die ganze Zeit so, warum? So, also es wäre erstmal logisch, etwas genau zu gucken, was sagen denn so die anderen Augenzeugen, die bei dem Mord dabei waren, was die für Verhältnisse haben untereinander und so weiter. Und das war dann so die 4 Stunden, ich will es ja nicht Zeitverschwendung nennen, das wäre ein bisschen sehr hart. Aber streng genommen schon. Ja, das war dann so die Zeit, die dann halt quasi neben dem Abenteuer ab oder neben dem Szenario abgelaufen ist. So, das ist so das eine. Ich habe schon erwähnt, ich finde investigative Abenteuer zu leiten immer ein bisschen schwierig, weil immer, wie gesagt, immer diese Gratwanderung ist zwischen wann kläre ich die Schüler auf oder wann schubst ich in eine Richtung oder wann frage ich sie mal ein bisschen so ganz subtil so, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt, dass es die richtige Idee ist. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, habe ich festgestellt, einfach zwischendurch öfters mal so die Schüler zu rekapitulieren zu lassen, was sie denn so wissen und was sie denn glauben, was für Spuren sie noch haben, die noch nachgehen könnten. Und ich sage auch gerne als Spielleiter, wenn sie dann richtige Ideen haben, so, das sieht doch mal ganz gut an, mach das doch mal. Das ist so ein bisschen die Zaunfall-Methode, aber manchmal ist es auch ganz hilfreich. Ich finde, die Spieler gehen in einen Raum und die reden mit den Leuten und die stellen die Fragen. Ich merke anhand der Fragen, die sie stellen, quasi welche investigativen Fähigkeiten aktiviert werden oder benutzt werden, um den Spielern so Informationen zu geben. Ich finde das ein ziemlich cleveres Ding. Und ich finde das eine sehr schöne Alternative zu Würfelorgien bei dem normalen Call of Cthulhu, weil ich selber auch sehr gerne spiele, was ich selber auch sehr gerne mag. Es macht vieles einfacher, es geht mehr in eine Erzählrollenspielrichtung. Was man ja auch daran merkt, dass man einfach nur einen Würfel hat, den man ab und zu mal würfelt. Es wurde wirklich sehr wenig gewürfelt. Das meiste war Stabilitätswürfel und dann später gab es dann keine Kampfsituationen. Das war es dann im Grunde genommen. Das finde ich sehr schön, das finde ich sehr elegant. Aber ich stimme unserem guten Elfen auch zu, was er eingangs gesagt hat. Das Regelwerk zu lesen ist teilweise ein bisschen anstrengend. Es ist sehr, ich will nicht verschwurbelt sagen, es ist schon ein bisschen komisch formuliert zwischendurch. Und man fragt sich die ganze Zeit so, funktioniert das wirklich so, wie ich mir denke, wie es funktionieren soll? Das gleiche Problem habe ich aber auch mit Fate gehabt. Und wenn man in Fate tatsächlich immer mal spielt, merkt man bei Fate, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und was man mitbringen muss als Spieler, auch als Spielleiter, um Fate leiten oder spielen zu können. Und das habe ich jetzt bei diesem Gamschuh-System auch wieder entdeckt. Also ich finde, es macht vieles einfacher. Ich finde, es ist sehr passend zu einem Horror-Rollenspiel. Es gibt noch andere Sachen, die sie haben. Es gibt in Ashen Stars, zum Beispiel ein Science-Fiction-Rollenspiel. Da frage ich mich, wie das bei dem funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, wie da die Welt ist und so weiter. Da habe ich mich nicht weiter drum gekümmert. Finde ich spannend. Also hat mir schon an gewisser Weise schon ein bisschen Spaß gemacht. Auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass ich da an einer oder anderen Stelle ein paar Fehler gemacht habe, der Anwendung des Systems, speziell in dem ganzen Bereich rund um Stabilitäts- und Sanity-Würfe, weil das auch ein bisschen merkwürdig beschrieben ist, wie es funktioniert. Ist es so, dass im Buch vorgegeben ist, wann du auf Stabilität würfeln lässt oder auf Sanity oder wann du was abziehst? Oder ist es so, dass du das spontan entscheidest? Noch spontan entscheidest, was für abgefahrenen Scheiß baue ich ein? Wer wird hier irgendwie von Echsen angesprochen oder was? Weil am Ende war ja Annemarie diejenige, die echt rasant abgenommen hat. Ja, also es gab noch einen speziellen Mechanismus in dem Szenario, das nannte sich der Ticking Time Bomb sozusagen. Das war dieser langsame Verfall in den Wahnsinn. Der ging einher mit der Zeit, die vorangeschritten ist, nachdem er mit dem Experiment mit halt der Y-Dimension in Berührung gekommen seid. Und es scheint beschrieben, dass die Charaktere halt diese Albträume haben, die sie auch auf ihren Drive beziehen sollen, beziehungsweise auch das, was sie tagsüber erlebt haben. Das Ganze soll man so ein bisschen twisten, dass möglicherweise möglichst immer wieder irgendwo diese Würfel auftauchen, andere geometrische Figuren, die zusätzliche Seiten haben, die nicht existieren können, beziehungsweise wenn es geht, irgendwie halt so ein Auge oder sowas. Deswegen habe ich zum Beispiel das eingebaut, dass bei der Schrift die Schrift sich so verschiebt und so ein Auge bildet. Oder dass du halt dann diese Vision mit dem Mond zum Beispiel, das dann vorgegeben. Da gab es halt 12 Stück. Es sollten halt innerhalb von 4 Tagen gab es jeden Tag 3 Visionen. Da gab es dann sollte ich mir so eine Markierung machen, wer wann welche Stabilitätswürfel geschafft oder nicht geschafft hat. Wenn es Gleichstand gab bei den Ticks, irgendwie dann noch gucken, wer hat am meisten Stabilität verloren, um nicht wieder so nach und nach alle irgendwie in den Wahnsinn zu treiben, wenn sie sich nicht bis zum 4. Tag das geschafft haben, weil irgendwann in die Probe richtig hart. Und da steht auch extra dabei,
Wenn sie es halt schaffen, das ist immer bei Cthulhu so, wenn man eine Probe schafft, dann gibt es 0 bis einen kleinen Wert Abzug von Stabilität. Wenn man es nicht schafft, ist er meist ein höherer Wert. Mhm. Dann gibt es auch bei Twilight Cthulhu gibt es auch eine Besonderheit, da gibt es auch den Mythos-Schock. Das sind dann auch spezielle Sachen, wo man dann sehr stark mit dem Mythos in Berührung kommt. Die gehen dann auch auf die Sanity. Was mich halt nochmal interessieren würde, ist, ob du sagen würdest, dass Trail of Cthulhu ein Werk ist, was man für Kampagnen nutzen kann, oder ob es tatsächlich eher etwas ist, was auf One-Shots ausgelegt ist. Das kommt ganz stark darauf an, welche Variante man spielen möchte. Der puristische Modus, das ist für mich ein ganz klarer One-Shot-Modus, denn der zieht darauf hinaus, dass die Spieler, die Charaktere am Ende des Szenarios dem Wahnsinn nahe sind oder darüber hinaus. Das kannst du nicht kampagnenartig spielen, das halte ich für ausgeschlossen. Also, weil man da normalerweise zu stark in den Mythos in Berührung kommt, man hat weniger Regenerierung von Sanity und auch von Stabilität. Da gibt es minimale Angleichungen, jeweils wie man spielen soll in den Regelwerken, im Regelsystem. Deckenpalp-Modus kann man sehr gut auch kampagnenartig spielen. Es gibt eine Kampagne, die nennt sich Eternal Lies. Das ist ein ziemlich dickes Werk. Ich besitze es nicht, ich habe es aber durchaus im Laden gesehen und ich kenne einige, die sie spielen, auch die auch sagen, dass es eine ziemlich gute Kampagne ist und denke, es funktioniert ganz gut, weil man ja auch durchaus Sachen auch wieder regeneriert und auch Sachen dazu bekommt wieder und so weiter, um sich zu verbessern. Worauf ich nochmal ganz kurz zurückkommen möchte, ist, dass du gesagt hast, dass in den Situationen, in denen wir mit Leuten geredet haben, du mehr oder weniger an der Art und Weise, wie wir gesprochen haben, wenn wir die Fähigkeiten hatten, du unterbewusst oder du aktiv gesagt hast, okay, der hat jetzt die und die Fähigkeit benutzt. Ja. Das heißt für die Spieler, dass sie sich eigentlich, und das ist was wir uns, glaube ich, auch nicht wirklich vor Augen geführt haben, du hast es immer wieder erwähnt, aber es ist sehr, sehr schwierig, daran muss man sich gewöhnen, weil es ist ein erzählerisches Werk ist, dass man eigentlich ganz anders erzählen muss als gewöhnlich. Im Sinne von, du erzählst wie immer, was du tust, aber du hältst ein bisschen im Hinterkopf, was kann ich? Das heißt, wenn du mit jemandem reden möchtest und du weißt, dass du eigentlich gar nicht bezirzen kannst, weil du darin keine Punkte hast, dann solltest du auch gar nicht erst damit anfangen, denjenigen bezirzend zu reden, weil es halt keine übergreifenden Fähigkeiten gibt wie Charisma, sondern du weißt, ich kann nicht bezirzen, aber ich kann jemanden gut drohen. Dann wirst du jedes Mal, wenn du Informationen aus jemandem herauskriegen willst und du merkst, es funktioniert gerade nicht mit normaler Sprache, warum auch immer, weil er vielleicht wirklich nur unter bestimmten Umständen die Informationen gibt, solltest du daran denken, ich kann nicht bezirzen, aber ich kann bedrohen. Und das ist sowas, was man einfach lernen muss. Das ist schwierig, weil ich immer bezirzen bin. Das stimmt. Aber ich glaube, du weißt ja, was dein Charakter kann. Ich glaube, du machst es automatisch, wenn du halt weißt, ich spiele einen Charakter, der eher so noch drauf ist und der ein bisschen grobstädtig ist so und der ein bisschen aufbrausend ist vielleicht so, dann geht es auch eher in den Bedrohungsmodus, dann wird es auch eher Bedrohung an. Ob du damit weiterkommst bei einem Charakter, ist eine andere Frage. Aber das System sagt dann auch so, wenn, statt jetzt zum Beispiel bei dem Szenario nicht so explizit dabei, aber es gibt immer mehrere Möglichkeiten, idealerweise, wie man auch auf Dinge kommen kann. Also ein schönes Beispiel ist in dem Buch, dass ein Charakter geht halt durch eine Straße und er guckt sich welche Häuserwände an und der Spieler gibt den Informationen über diese Hauswand, über wie aus welcher Zeit dieses Haus zum Beispiel stammt. Die Information kann aus dem Bereich der Geschichte kommen, weil er genau sagen kann, so dass es irgendwie halt, ich weiß, dieses Haus ist halt 1700 sowieso gebaut worden. Er kann aber auch sein, es kommt mit Architektur, dann weiß er, was für ein Stil das Ganze gebaut ist. Letztendlich ist das egal, welche Fähigkeit du anwendest. Der Weg ist halt, oder das Wichtige ist auch, dass du Informationen bekommst. Was ich an dem System, darf ich auch gleich nochmal eine Frage an dich, Herr Eulenbär. Super fand, war diese Unterscheidung zwischen Sanity Points und Stability Points. Mhm. Im Call of Cthulhu gibt's ja nur die Sanity Points, also geistige Stabilität. Ja. Da wollte ich einfach nochmal wissen, was ist da die Gewichtung, also was ist daran der Unterschied? Wir hatten ja einmal die Sanity, wir hatten ja einmal die Stability. Das eine war, glaube ich, für langfristige Sachen und das andere für kurzfristig. Genau, die Stability, das sind Sachen, die quasi die kurzfristigen geistigen Schocks sind, dass du halt im vorübergehend kurz einen katatonischen Zustand begibst, weil du, keine Ahnung, halt gesehen hast, dass ein Würfel ist, der hat 5 Seiten, das darf nicht sein. Mhm. Das kann unter Umständen, wenn man viel geistige Aktivität verliert, kann es dafür sorgen, dass du
Sanity verlierst. Die Sanity ist ein allgemeiner geistiger Zustand. Das also, das, wie du dich dein ganzes Leben lang durch die Weltgeschichte bewegst. Das sind Punkte, die du nicht regenerierst. Wenn dein Verstand immer angekratzt ist, ist er angekratzt. Und das wird im Zweifel immer weniger. Die Besonderheit bei dem System auch hier wieder ist, man kann auch in den Minusbereich reingehen. Mhm. Das sorgt aber dafür, dass man immer welche Phobien entwickelt oder dass man paranoid wird oder was auch immer. Okay. Gut, dann, wenn du nichts mehr hast zum Spielleiten, vielleicht eine Kleinigkeit. Wie fandest du das Abenteuer? Wir haben die letzten Male lange darüber diskutiert, dass die anderen Abenteuer, die wir hatten, schlecht waren. Aber in diesem Fall war es kein Startabenteuer, richtig? Das war ein getrenntes Abenteuer. Jein, also es gibt ein Anthologieband, der nennt sich Stunning Eldritch Tales, den habe ich, da sind 4 Szenarien drin. Der Band soll selber eigentlich ein Pulp-Band sein. Ich finde aber gerade, dass dieses Szenario eher in den puristischen Modus drüber geht, was ich ja schon erwähnt habe. Da steht explizit mit dabei, dass das durchaus auch dafür gedacht ist, als Einführungsabenteuer zu verwenden, einfach um eine Gruppe zusammenzuführen. Ist ja klar, ihr werdet eingeladen, ihr müsst euch nicht zwangsläufig alle schon kennen, um halt da eingeladen zu werden. Und man hat eine gemeinsame Verbindung miteinander und kann dann vielleicht daraus in eine Kampagne reinstarten. Mhm. Ich finde, es taugt durchaus in gewisser Weise als Einstiegsszenario. Man kann es aber auch wirklich konsequent durchziehen, dann sind am Ende alle irgendwie wahnsinnig. Ich finde dafür, dass das Szenario selber hat, glaube ich, nur 15 Seiten. Dafür steht eine ganze Menge drin. Und was aber auch der große Vorteil an diesem System ist, weil man da nicht ganz so viel Sachen mit reinschreiben muss. Man muss sich immer noch ganz viel Gedanken machen. Und der Nachteil einfach, weil es auf Englisch ist, ich musste halt ein paar Handouts übersetzen, weil ich sie euch nicht auf Englisch geben wollte. Auch wenn ich ausgehe, dass ihr die alle verstanden hättet. Aber das ist dann ein bisschen so, ich finde, das gehört ein bisschen mit dazu. Ich fand es durchaus ein vernünftiges Abenteuer, was man gut spielen kann, ein gutes Szenario, was man gut spielen kann. Die Probleme lagen halt ganz woanders, aber darüber haben wir schon gesprochen. Da ist nur eine kleine Frage. Sind es dieselben Autoren? Müsste ich ganz kurz nachgucken. Schau mal bitte ganz kurz nach, weil ich denke, das war ja unser Problem mehr oder weniger mit diesen also normalerweise hatten wir bis jetzt immer Regelwerke, wo wirklich Startabenteuer mit drin waren. Und gefühlt war es so, dass die Leute Systeme sich ausdenken konnten, aber keine Abenteuer. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja. Die Abenteuer sind alle von Robin DeLaws, der auch mitverantwortlich ist für das Gamsho-System. Ah. Also sprich, die Abenteuer sind von jemandem geschrieben, von dem auch dieses grundlegende System stammt, das hinter Trail of Cthulhu steckt. Dann applaudiere ich ihm, dann ist er einer der wenigen, der sowohl Systeme als auch Geschichten erfinden kann. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann würden wir nämlich jetzt auch zum Fazit kommen. Da gibt es natürlich 2 Fragen oder mehrere Fragen. Einmal, würdet ihr es wieder spielen? Und die andere Sache, die sich daraus ja ergibt, was war für euch positiv, was war für euch negativ? Ich fange einfach mal an, obwohl ich geleitet habe, nicht gespielt habe. Ich würde es gerne irgendwann nochmal leiten, weil ich glaube zu wissen, was ich jetzt auch daran ein bisschen besser machen kann. Ich glaube, es ist eigentlich durchaus auch ein Bild durchaus für jemanden, der zum ersten Mal leitet, wenn er sich ein bisschen mit dem System vertraut gemacht hat und Cthulhu ein bisschen kennt. Also wenn jemand das schon mal gespielt hat, Cthulhu gespielt hat, auch dieses System gespielt, glaube ich, kann er das durchaus auch leiten. Ich denke, das kann man gut machen. Ich würde sowohl gerne das als richtig stark pulpig mal leiten wollen, als auch mal richtig schön puristisch, mit all seinen Konsequenzen. Ich würde es auch ganz gerne mal selber spielen, um zu gucken, wie sich das als Spieler anfühlt, zu spielen. Ja, ich würde es auch wieder spielen, allerdings nicht als festes Spielsystem, sondern mehr so für One-Shots. Da finde ich das super, auch gerade so auf Conventions würde ich das auch, wäre das so ein System, wo ich sage, oh cool, Trail of Cthulhu, ich bin dabei, sofort. Auf jeden Fall. Also es ist kein schlechtes Spiel, das Spielsystem hat mich auch überzeugt. Jo. Ist gut. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen würde, weil es einfach, ich glaube, mir fehlt die Liebe zum allgemeinen Setting. So cool ich auch einige Sachen fand, und es hat ja Spaß gemacht, sonst hätten wir es nicht so lange gespielt, fehlt mir so ein bisschen das persönliche Interesse dran. Mhm. Was aber es liegt an vielen Kleinigkeiten, es sprechen auch viele, viele Kleinigkeiten dafür. Aber wie gesagt, Detektiv sein ist halt wirklich nicht meins. Und ich bin großer Horrorfan. Und ich liebe Horrorspiele. Und ich muss sagen, du hast es wirklich gut gemacht und du hast auch wirklich die Sachen gut beschrieben. Für mich fehlte auf Dauer trotzdem die Gefahr. Mhm. Also
vielleicht auch so die körperliche Gefahr. Ich glaube, das ist eher das, womit ich mich identifizieren kann, weil ich finde, geistige Gefahr ist immer, das kann ich nicht so ganz greifen. Und das kann ich auch nicht so gut ausspielen, das dafür, also persönlich einfach nicht. Aber deswegen ist es kein schlechtes System. Und deswegen, also ich habe es auch sehr zu schätzen gewusst, dass ich nur einen Würfel hatte, den ich mitnehmen musste, ja, weil den Rest konnte ich halt in die Ecke schmeißen. Das System finde ich cool, aber es hat mich nicht gepackt, leider. Ja, bei mir ist es ähnlich in anderen Hinsichten. Also ich hatte beim Lesen von Cthulhu, ich liebe Cthulhu, die Grundidee dahinter. Ich fand die Stories aber alle nicht gruselig. Und das ist das, was hier natürlich auch wieder aufkommt, dass es eine Art von Grusel ist, die sehr mit deinem Geist arbeitet, und zwar mit der Angst eigentlich, dass du verrückt wirst. Das heißt nicht mal, dass du Dinge siehst, die gruselig sind, in dem Sinne, weil ein fünfseitiger Würfel ist nicht wirklich gruselig. Aber es geht, es spielt halt mit der Angst, auch verrückt zu werden. Und das ist etwas, das stimmt, das ist schwer zu fassen. Und was mein Problem ist, das ist wieder dieses Detektivspielen, ist, ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin jemand, der irgendwann dann einfach abschaltet, ja, wenn es um lange, ja, ich bin darin sehr gut, wenn es um lange Diskussionen geht und wenn es darum geht, dass zum fünften Mal dasselbe diskutiert wird, ich kann dann ganz gut auch an andere Dinge denken. Ich glaube, also was bei mir das Problem war, ist, im Gegensatz zum Beispiel zu was Visuellem, was auf Horror geprägt ist, bei solchen Sachen, die mir erzählt werden, habe ich, glaube ich, eine innere Blockade drin. Das heißt, selbst wenn du was erzählen würdest, was super gruselig ist und wo ich mir wahrscheinlich nachts heimlich in die Hose mache, hätte ich, glaube ich, beim Spiel so eine Blockade drin, die sagt, wir schwächen das jetzt einfach geistig mal so ein bisschen ab und das lassen wir weg und dann gruselst du dich auch gar nicht mehr so toll. Weißt du, ich glaube, das ist so ein Selbsterhaltungsding bei mir. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz normaler körperlicher, geistiger Vorgang, einfach um sie selber ein bisschen zu schützen. Es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie man auch Cthulhu spielen kann, auch wie man Trailer Cthulhu spielen kann. Man kann es auch aus einem Body-Horror rausmachen zum Beispiel. Dann hat es eigentlich eine ganz andere Dimension. Aber klar, man muss sich wirklich drauf einlassen und einlassen können. Das ist immer eine Grundvoraussetzung, wenn man sich was spielt, was mit Cthulhu zu tun hat. Ich will noch mal ganz kurz ein, zwei Worte kurz verlieren. Ich fühlte mich die ganze Zeit in die fabelhafte Welt des H.P. Lovecraft versetzt. Ich glaube, fabelhaft trifft es wirklich gut. Auch wie du manche Szenerien auch beschrieben hast. Ich konnte mich da wirklich hineinversetzen. Ich liebe auch solche investigativen Sachen. Da bin ich voll in meinem Element. Auch diese Situation, als wir da ins Haus eingebrochen sind. Ich habe die ganze Zeit, auch als du es erklärt hast, und ich bin halt durch die Gegend geschlichen, da habe ich dann auch schon Gänsehaut gekriegt. Ich so, oh Gott, wo ist der jetzt? Liegt er jetzt da irgendwo? Ist er jetzt da irgendwo in der Ecke? Kommt er jetzt aus dem Schrank gesprungen oder so? Ich war voll in meinem Element drinne. Auch wie du es beschrieben hast, das war gut. Ja. Wirklich. Und ich würde es wieder spielen. Es lag nicht an dir, es lag an mir. Nein, aber das ist typabhängig. Ich verstehe das ja. Also man muss das schon mögen und können und sich auch einlassen. Das ist halt immer richtig. So. Ich glaube, es ist vielleicht auch Übungssache einfach. Vielleicht ist da. Ja, aber danke für die Blumen. Ja. Hat du gut gemacht. Ja. Danke nochmal fürs Liken. Ja, vielen Dank. Ja, damit hat sich unser kleiner Org-Talk zum Thema Trail of Cthulhu auch abgeschlossen. Im nächsten Monat werden wir höchstwahrscheinlich, die Chance ist relativ hoch, an den beiden Tagen oder an anderen Tagen, das müssen wir noch abschätzen mit der Gruppe, ein One-Shot spielen, der sich halt über zwei, drei Sessions zieht. Und zwar würde ich ganz gerne mit einer Gruppe, ich nenne es mal Anfänger, die Starterbox von D&D ausprobieren. Das heißt, wir machen keine Charaktere selber, wir nutzen die Charaktere, die in der Box sind. Wir nutzen die Story, die in der Box ist, also die Minen von und probieren einfach mal aus, wie diese Box drauf ist. Nur damit wir danach euch erzählen können, ob sich das lohnt oder nicht. Alles klar. Ansonsten sehen wir uns demnächst hoffentlich wieder, wenn wir unsere typischen Chaotic Dice Runden drehen. Und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die Folgen von heute oder von Trail of Cthulhu werden nach und nach hochgehen, weil wir euch nicht 9 Stunden auf einmal aufbrummen möchten. Ihr braucht dazwischen ein bisschen Atemluft. Also genießt die Charaktererstellung und danach könnt ihr euch nach und nach die 9 Stunden, fast 10 Stunden Trail of Cthulhu angucken. Hooray. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.